Merkel-Mitarbeiter bei WWM, das verrät er über seine Käfin. Großes Fußballspezial bei Wer wird Millionär? Heute Abend drehte sich in der beliebten TV-Rätselshow mit Moderator Günther Jauch, 61, alles um den Lieblingssport der Deutschen. Ein Kandidat, der sich den knallharten Fragen um das runde Leder stellen musste, hatte nicht nur viele Antworten parat, sondern auch Insiderwissen der ganz besonderen Art. Steffen Böhmetzrieder arbeitet eng mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, 63, zusammen und plauderte aus dem Nähkästchen: Wie ist unsere Annie denn so privat? Der Offizier aus Iltissen arbeitet seit 7 Jahren als Sachbearbeiter im Lagezentrum des Bundeskanzleramts. Er gibt wichtige Informationen an die Kanzlerin weiter, zum Beispiel, wenn mitten in der Nacht ein Terroranschlag stattfindet. Aber auch, wenn sich ihr Lieblingsfußballverein auf dem Platz gegen eine gegnerische Mannschaft behauptet und Merkel gerade beschäftigt ist. Dann schicke er ihr die Spielstände per SMS. Wem die Kanzlerin die Daumen drücke. Als Kanzlerin natürlich allen Bundesliga-Clubs, aber jeder weiß, dass sie FC Bayern München-Fan ist, so der Bayer. Auf die Frage, was die Kanzlerin dann antworte, enthüllte der Kandidat: Immer ein nettes Super, danke schön. Was haltet ihr davon, dass Steffen so offen war? Stimmt ab.